Moin zusammen, heute zeigen wir mal, wer Otto von Bismarck überhaupt war. Das ist auf jeden Fall wichtig, denn der ist quasi die wichtigste Figur, wenn es um die Gründung vom Deutschen Kaiserreich geht. Haut rein! Otto von Bismarck war ein deutscher Politiker und Staatsmann. Bevor das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde, war er Politiker in Preußen. Genau das schauen wir uns heute an. Otto von Bismarck ist 1815 geboren und starb 1898. Er stammt aus einer gehobenen Familie mit Grundbesitz. Seine Mutter war bürgerlich, sein Vater stammt aus einem alten Adelsgeschlecht. Bismarck hat zuerst Jura studiert. Danach hat er eine politische Laufbahn beim preußischen Staat eingeschlagen. Politisch gesehen ist Bismarck konservativ. 1862 wird er preußischer Ministerpräsident und Außenminister von Preußen. Dazu kam es, weil Parlament und König um eine Heeresreform Streit hatten. Bismarck war konservativ und war der Meinung, der König sollte in so einem Fall das Sagen haben. Deswegen hat König Wilhelm I. ihn zum Ministerpräsidenten berufen. Also nochmal kurz sacken lassen, Otto von Bismarck wird 1862 Ministerpräsident und Außenminister von Preußen. Der König von Preußen ist Wilhelm I. Was bedeutet das jetzt? Theoretisch ist es so, Wilhelm I. hat das Sagen. Bismarck kann beraten und so, aber die endgültige Entscheidung, was passiert, trifft Wilhelm I. Er ist ja der König. Faktisch ist die Sache aber ganz anders. Wilhelm I. ist ein ziemlicher Lappen. Bismarck dominiert das politische Geschehen. Der fällt die Entscheidungen und sagt an, was zu tun ist. Und das ist immer ziemlich erfolgreich, denn Bismarck ist ein politisches Genie. Wenn Wilhelm I. dagegen ist, dann überredet Bismarck ihn. Das ist oft etwas stressig, aber klappt an sich. Im Endeffekt war es immer so, dass der König Wilhelm sich gebeugt hat und die Dinge so gemacht hat, wie Bismarck es gesagt hat. Was hat Bismarck als Politiker von Preußen so getrieben? Nach 1848 gibt es den Deutschen Bund. Es gibt also noch kein richtiges Deutschland, sondern ein Bund aus verschiedenen Staaten, Fürstentümern und freien Städten. Das ist im Endeffekt ein ziemlicher Flickenteppich. Darin sind Preußen und Österreich die zwei großen Staaten und deswegen auch die großen Konkurrenten. Merkt euch das als preußisch-österreichischen Dualismus. Dualismus, weil man zwei Konkurrenten hat. Das wichtigste Ziel von Bismarck ist es, diesen Dualismus zugunsten von Preußen zu entscheiden. Der will, dass Preußen das Sagen hat und Österreich sich verpisst. Das Ziel von Bismarck könnt ihr euch auch als Hegemonie Preußens merken. Ist ein Fremdwort, kommt in der Klausur immer gut. Im Endeffekt ging es Bismarck also um die preußische Vormachtstellung. Damit hat er später die Gründung des Deutschen Kaiserreichs herbeigeführt, aber das machen wir in einem anderen Video. Was müsst ihr jetzt aus diesem Video mitnehmen? Otto von Bismarck ist ein konservativer Politiker in Preußen. Ab 1892 ist er Ministerpräsident und Außenminister von Preußen. Faktisch gesehen gibt er den Ton an, weil der preußische König Wilhelm I. ein Lappen ist. Sein Hauptziel ist eine Vormachtstellung für Preußen gegen Österreich. Wenn ihr einen Kumpel habt, dem das Video auch helfen würde, dann empfehlt das Video gerne weiter. Ich sag haut rein, Leute, wir sehen uns gleich im nächsten Video und bis gleich.